das, was die Regierung macht, funktioniert nur unter der Maßgabe von Angst. Und das Problem ist, dass diese Dinge einer Überprüfung an den Tatsachen nicht standhalten. Es wird so getan, als ob wir es mit einem Virus zu tun hätten, was etwas salopp formuliert, eine Kreuzung aus Schnupfen und Ebola ist. Ja? Also ansteckend wie ein Schnupfen, tödlich wie Ebola. Nichts davon stimmt. Ja? Aber nur dieser Angstmechanismus ist das Instrument, das die Regierung dazu ermächtigt, sage ich jetzt einmal, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, wo normalerweise eine Welle des Protests über sie einherschwappen würde. Und es wäre übrigens auch notwendig, dass das passiert. Also Angst ist nicht nur der Kitt jetzt dieser Bundesregierung, der letzte Verbliebene. Wenn es um inhaltliche Dinge geht, sind wir sehr, sehr schnell bei Diskrepanzen. Sondern diese Angst braucht es auch, um offensichtlich die Machtgelüste, die da im einen oder anderen vorhanden sind, entsprechend ausleben zu können. Ich würde mir auch einmal wünschen, dann tatsächlich das zu tun, was angeblich so verböhnt ist, nämlich zu vergleichen. Und dann zählen Sie einmal die Toten bei anderen Krankheiten, über die kein Mensch redet, wo es keine Live-Ticker gibt, die uns seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten begleiten und die dazugehören in einer bestimmten Art und Weise und wo man nicht das ganze Land versucht einzusperren, in einem Ausnahmezustand zu halten, sondern wo man einen vernünftigen Modus, einen verhältnismäßigen Modus damit gefunden hat. Und das ist der ganze Vorwurf. Wir haben auch in einer starken Grippe Saison. Kann sein 1000 Tote, 1500 Tote, wir hatten aber auch schon 3.000 bis 4.000 Tote und niemand käme auf die Idee, einen allgemeinen Lockdown jetzt zu verhängen, die Behörden dazu zu ermächtigen, dass sie bei ihnen zu Hause antanzen, wenn sie glauben, dass dort eine Veranstaltung stattfindet, bei ihnen in die Wohnung eindringen können, was nicht einmal bei einem Schwerverbrecher möglich ist, ohne einen richterlichen Befehl. Das geht jetzt alles und der Gesundheitsminister, der ohnehin psychisch labil ist, der war ja schon einmal im Burnout und das bei einer geringeren oder bei einer weniger schwierigeren Situation, sage ich jetzt einmal, das alles in den Händen des Gesundheitsministers, also da wird einem ja Angst und Bang. Gut.